Herzlich willkommen zum Fernsehtanzkurs Österreichs. Wir freuen uns, dass wir Sie im nächsten Jahr tänzerisch begleiten dürfen. Wir werden uns die beliebtesten und spannendsten Gesellschaftstänze des Welttanzprogramms gemeinsam anschauen und die mit Ihnen gemeinsam in Ihrem Wohnzimmer erlernen. Sie werden merken, dass Sie durch den Tanzkurs auf Dauer viel selbstbewusster durchs Leben gewähren und auch den Alltag beschwingt meistern. Wir machen sozusagen Ihre vier Wände zu einem richtigen Ballroom und es freut uns sehr, dass wir heute mit einem traditionsreichen Tanz losstarten dürfen und zwar mit dem Wiener Walzer. Ich würde sagen, wir dann gar nicht lange Zeit verschwenden. Wir werden uns sofort ein bisschen mit der Tanzhaltung beschäftigen. Und zwar, der Herr nimmt die linke Hand, die Dame legt die rechte Hand ganz entspannt drauf. Der Herr nimmt die rechte Hand und legt es auf das Schulterblatt der Dame. Liebe Männer, das Schulterblatt ist da oben. Viele suchen es immer viel weiter unten, aber wir machen das ganz seriös da heroben. Wichtig, die Dame nimmt ihre linke Hand, legt es am Ellbogen vom Herrn an und wir fahren der Arme nach oben. Und da ist ein wunderschöner Muskel, den jeder Herr hat. Und genau da bleibt unser Hand liegen und da gehört er hin. Was jetzt ganz wichtig ist, der Christoph und ich, wir haben jetzt einen leichten Körperabstand. Das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen verändern. Wir gehen nämlich auf Tuchfühlung. Und die Dame geht ganz leicht nach links versetzt zum Herrn, sodass wir ganz leichten Körperkontakt haben. Und so sind wir in einer perfekten Tanzhaltung. Ganz wichtig beim Tanzen sind natürlich auch die Tanzschritte und die werden wir jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Liebe Damen, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass Sie sich von Ihrem Sessel erheben, von Ihrer Couch und das direkt mit mir gemeinsam probieren. Wir starten los, wir gehen mit dem linken Fuß rückwärts, rück, setzen den rechten Fuß zur Seite, seit und wir schließen den linken Fuß zum rechten und haben eine Gewichtsübertragung. Der rechte Fuß ist jetzt frei und wir starten los. Rechter Fuß nach vor, linker Fuß zur Seite und der rechte Fuß schließt zum linken Fuß. Wir haben jetzt den linken Fuß wieder frei und können wieder perfekt anfangen von Anfang an und probieren das ein bisschen flotter. Linker Fuß rück, rechter Fuß zur Seite und schließen. Rechter Fuß vor, linker Fuß zur Seite und schließen. Rück, seit, Schluss, vor, seit, Schluss. Wir kommen jetzt gleich zu den Herrenschritten. Männer, es wird Zeit für euch, sich zu erheben. Und wir starten gleich los. Der rechte Fuß geht vor, rechts vor, linker Fuß zur Seite und der rechte schließt zum linken und wir wechseln das Gewicht. Der linke Fuß geht zurück, rück, rechts zur Seite und der linke Fuß schließt wieder zu dem rechten mit Gewichtsübertragung. Und wir starten das Ganze ein bisschen schneller. Rechts vor, links seit, rechts schließt und links rück, rechts seit, links schließt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir probieren das jetzt gleich gemeinsam. Wir stellen uns auf in die Tanzhaltung, die wir vorher schon erlernt haben. Die Dame startet los mit dem linken Bein rückwärts, der Herr startet los mit dem rechten Bein nach vor. Schritt, seit, Schluss, Schritt, seit, Schluss, Schritt, seit. Schluss, Schritt, Seit, Schluss, Schritt, Seit, Schluss, Schritt, Seit, Schluss. Natürlich werden wir das Ganze jetzt auch mit Musik probieren. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Das war's mit dem Rechtswalzer. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Mittwoch 17.30 Uhr in der Heim in Österreich. Da setzen wir direkt an und machen den Pendelschritt weiter. Wir freuen uns auf Sie.